Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Hallo Milena. Tag Max. Du, wir haben heute um 12 Uhr einen Termin bei Frau Gebert. Okay, wo finde ich die? Warte mal, ich sehe schnell nach. Frau Gebert ist in Zimmer 21. Moment. Nein, in Zimmer 22. Zimmer 22, gut. Dann bis später. Hallo Milena. Tag Max. Du, wir haben heute um 12 Uhr einen Termin bei Frau Gebert. Okay, wo finde ich die? Warte mal, ich sehe schnell nach. Frau Gebert ist in Zimmer 21. Moment. Nein, in Zimmer 22. Zimmer 22, gut. Dann bis später. Nummer 2. Mara Fatschel? Hallo Mara, Ben hier. Du, wo treffen wir uns heute? Gute Frage. Das war um 4, oder? Mhm. Also, vorher muss ich noch kurz ins Kaufhaus. Da will ich ein Geschenk für meine Tante kaufen. Also treffen wir uns am besten gleich im Museum, oder? Ja, gut. Und danach gehen wir dann noch zusammen ins Café, ja? Gerne. Mara Fatschel? Hallo Mara, Ben hier. Du, wo treffen wir uns heute? Gute Frage. Das war um 4, oder? Mhm. Also, vorher muss ich noch kurz ins Kaufhaus. Da will ich ein Geschenk für meine Tante kaufen. Also treffen wir uns am besten gleich im Museum, oder? Ja, gut. Und danach gehen wir dann noch zusammen ins Café, ja? Gerne. Nummer 3. Entschuldigung, was kostet die Kamera bitte? Das ist ein super Angebot. Normal kostet sie 129 Euro, aber heute nur 99 Euro. Mit der können Sie wirklich tolle Bilder machen. Okay, danke. Und das Handy da? Wie teuer ist das? Das kostet 69 Euro. Entschuldigung, was kostet die Kamera bitte? Das ist ein super Angebot. Normal kostet sie 129 Euro, aber heute nur 99 Euro. Mit der können Sie wirklich tolle Bilder machen. Okay, danke. Und das Handy da? Wie teuer ist das? Das kostet 69 Euro. Nummer 4. Du, ich finde meinen Terminkalender nicht mehr. Hast du ihn gesehen?
Ich habe schon überall gesucht. Am Empfang, im Kopierraum. Ist der klein und schwarz? Ja, genau, das ist der. Der liegt im Postzimmer. Ich habe mich schon gefragt, von wem der wohl ist. Super, tausend Dank. Du, ich finde meinen Terminkalender nicht mehr. Hast du ihn gesehen? Ich habe schon überall gesucht. Am Empfang, im Kopierraum. Ist der klein und schwarz? Ja, genau, das ist der. Der liegt im Postzimmer. Ich habe mich schon gefragt, von wem der wohl ist. Super, tausend Dank. Nummer 5. Sag mal, Maria, was hilft dir eigentlich beim Deutschlernen? Naja, zuerst habe ich mir Bücher und Filme für Kinder angesehen. Echt? Waren die denn interessant? Interessant schon, aber das Problem waren die vielen neuen Wörter. Da habe ich zu wenig verstanden. Und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt höre ich ganz viele Lieder auf Deutsch. Das ist super. Und die Texte dazu hole ich mir einfach aus dem Internet. Sag mal, Maria, was hilft dir eigentlich beim Deutschlernen? Naja, zuerst habe ich mir Bücher und Filme für Kinder angesehen. Echt? Waren die denn interessant? Interessant schon, aber das Problem waren die vielen neuen Wörter. Da habe ich zu wenig verstanden. Und jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt höre ich ganz viele Lieder auf Deutsch. Das ist super. Und die Texte dazu hole ich mir einfach aus dem Internet. Nummer 6. Du, Fritz, wo ist denn der Chef? Ist der nicht im Büro? Nein, das ist zu. Und in der Werkstatt? Nein, da ist er auch nicht. Weißt du was? Er hat doch gesagt, er muss heute früh um 10 zu einer Kundin. Und jetzt ist es kurz nach 10. Dann ist er sicher noch dort. Ach ja, danke. Alles klar. Du, Fritz, wo ist denn der Chef? Ist der nicht im Büro? Nein, das ist zu. Und in der Werkstatt? Nein, da ist er auch nicht. Weißt du was? Er hat doch gesagt, er muss heute früh um 10 zu einer Kundin. Und jetzt ist es kurz nach 10. Dann ist er sicher noch dort. Ach ja, danke. Alles klar. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7. Achtung am Gleis 3. Der Intercity aus München zur Weiterfahrt nach Hamburg. Planmäßige Abfahrtszeit 13.45 Uhr hat eine Verspätung von ungefähr 15 Minuten.
Nummer 8. Achtung bitte! Der Besitzer des roten Volkswagen Golf mit dem Kennzeichen MTO 381 wird zum Ausgang gebeten. Der Besitzer von MTO 381 bitte dringend zum Ausgang kommen. Nummer 9. Und nun das Wetter für morgen. Am Vormittag ist das Wetter sonnig. Die Temperatur liegt bei 24 Grad. Am Nachmittag ist es teilweise sonnig, teilweise bewölkt, mit leichtem Regen im Norden. Die Temperatur am Spätnachmittag liegt bei 18 Grad. Nummer 10. Liebe Kunden, besuchen Sie unsere Herrenabteilung im dritten Stock. Wir erwarten Sie mit unserer neuen Sommerkollektion. Hier finden Sie italienische Anzüge ab 299 Euro oder modische Hemden ab 29 Euro. Wir beraten Sie beim Einkauf gern. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hier ist das Reisebüro Sommer. Guten Tag. Leider haben wir im Moment geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie so bald wie möglich zurück. Hier ist das Reisebüro Sommer. Guten Tag. Leider haben wir im Moment geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Sie können uns gern eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie so bald wie möglich zurück. Nummer 12. Guten Tag, Frau Klein. Hier ist das Restaurant Marco Polo. Sie hatten bei uns einen Tisch für 6 Personen reserviert, für den Freitagabend. Leider haben wir einen Fehler bei der Reservierung gemacht. Wir haben am Freitagabend keinen Tisch mehr frei. Am Samstag haben wir noch einen Tisch für 4 Personen und am Sonntag für 6 Personen. Vielleicht können Sie am Sonntag kommen. Montag haben wir geschlossen. Bitte rufen Sie uns so schnell wie möglich an. Guten Tag, Frau Klein. Hier ist das Restaurant Marco Polo. Sie hatten bei uns einen Tisch für 6 Personen reserviert. Für den Freitagabend. Leider haben wir einen Fehler bei der Reservierung gemacht. Wir haben am Freitagabend keinen Tisch mehr frei.
Am Samstag haben wir noch einen Tisch für 4 Personen und am Sonntag für 6 Personen. Vielleicht können Sie am Sonntag kommen. Montag haben wir geschlossen. Bitte rufen Sie uns so schnell wie möglich an. Nummer 13. Hallo Paul, hier ist Andreas. Willst du mit mir am Wochenende ins Stadion gehen? Ich habe 2 Karten für das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Ruf mich mal an oder schicke mir eine SMS, ob du Lust und Zeit hast. Danke. Tschüss. Hallo Paul, hier ist Andreas. Willst du mit mir am Wochenende ins Stadion gehen? Ich habe 2 Karten für das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Sonntag. Ruf mich mal an oder schicke mir eine SMS, ob du Lust und Zeit hast. Danke. Tschüss. Nummer 14. Hallo Carsten, Susanne hier. Ich war im Supermarkt und habe alles eingekauft. Nur den Wein und die Orangen habe ich vergessen. Brot habe ich gekauft. Kaufst du bitte auf dem Heimweg eine Flasche Rotwein zum Abendessen und 3 Kilo Orangen? Wir essen heute Abend etwas ganz Leckeres. Okay, bis dann. Hallo Carsten, Susanne hier. Ich war im Supermarkt und habe alles eingekauft. Nur den Wein und die Orangen habe ich vergessen. Brot habe ich gekauft. Kaufst du bitte auf dem Heimweg eine Flasche Rotwein zum Abendessen und 3 Kilo Orangen? Wir essen heute Abend etwas ganz Leckeres. Okay, bis dann. Nummer 15. Hallo Anke, Steffi hier. Es tut mir leid, aber ich kann morgen mit dir nicht einkaufen gehen. Mein Sohn ist krank. Er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Ich rufe dich später nochmal an. Ciao. Hallo Anke, Steffi hier. Es tut mir leid, aber ich kann morgen mit dir nicht einkaufen gehen. Mein Sohn ist krank. Er hat Fieber und ich muss mit ihm zu Hause bleiben. Ich rufe dich später nochmal an. Ciao. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.